Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rappel, zu einem random Shit-Video sozusagen. Ich habe hier 10.000 Skillkarten-Statuen Meisterklasse. Ich habe die seit Anfang an gehortet und habe nicht. Doch, ich habe ein paar aufgemacht, wenn ich mal drei oder vier Karten bei mir hatte, um zu gucken, was drin ist. Und die 10.000 Skillkarten, die sind halt gehortet. Und ich dachte mir, machen wir mal die in einem Video auf. Erstens, es wird wahrscheinlich scheiße lange dauern. Und zweitens, wir können aber gucken, was wir an Karten so haben. Ich habe nämlich meine Karten auch schon, also die anderen Boxen habe ich geöffnet, die zweite Klasse. Und dann habe ich noch von jemandem Skillkarten bekommen im Austausch für andere Skillkarten. Und ich habe teilweise hier richtig viele mittlerweile. Und ich möchte da versuchen, plus 7 oder plus 8 Karten irgendwann mal rauszumachen. Es wird natürlich sauteuer und auch richtig lange dauern. Und auch mit Glück, naja, je nachdem, ne? Es kommt drauf an, ne? Also, ich muss gucken, was ich daraus zaubern kann. Alleine Kreatur bändigen sind schon 279. Wir können mal gucken, wenn wir die gleich geöffnet haben, wie viele wir dann haben. Deswegen habe ich meine Skillkarten auch drinne gelassen. Kleine Heilungskarten, 500 Stück. Da habe ich nur eine plus 4er. Ich habe ja auch noch zwei plus 4er, die könnte ich eigentlich plus 5 versuchen. Ich werde bei manchen Karten auf plus 5 eine Skillkarten-Imitation plus Würfel benutzen, wenn sie wertvoll sind, wie zum Beispiel Kälteblitz. Und wenn sie nicht so wertvoll sind, dann probiere ich das einfach so und werde die dann wahrscheinlich erst ab plus 6 oder 7 mit Skillkarten, Imitationen und etc. probieren. Wenn ich genug davon habe, dann auch nicht. Ja, hier sind plus 6 Segenkarten, die würde ich dann nochmal auf plus 7 versuchen. Und naja. So, wie gesagt, 10.000 Stück. Ich habe mich hier hin postiert und jetzt drücken wir mal Taste 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und wie gesagt, 10.000, das dauert halt ein bisschen. Ich bin mal gespannt, was wir da für Skillkarten hinter rausbekommen. Und let's go. Da könnt ihr unten sehen, wie viel das weniger wirkt. Oh, Alter, dauert das lange. Da kriegst du ja richtigen Händekrampf hinter. Und wisst ihr, was das Geile ist? Meine Framezahl hier oben rechts, die normalerweise konstant eigentlich bei 25, bei 30 ist, sinkt jetzt gerade auf 6, 5, 7, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12. So schnell hin und her. Wir haben jetzt gerade mal 1000 Stück geöffnet. Und meine Finger tun jetzt schon weh. Alter, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Nur ich will die endlich mal geöffnet haben. Um erstens zu gucken, was für Karten denn da drinne sind. Und zweitens, jetzt muss ich mal kurz anhalten, jetzt ist es auch wieder normal. Und zweitens, ich möchte meine Karten plussen halt, ne? Ich werde aber nicht nur meine Karten plussen, sondern auch zum Beispiel von anderen Klassen, die keiner braucht, die werde ich plussen und werde die da verkaufen. Weil ich habe, ich muss sagen, beim Bändigen habe ich richtig Pech. Beim Plussen von Waffen habe ich auch richtig Pech. Aber wo ich richtig Glück habe, ist Plussen von Skillkarten. Denn, ich zeige euch das mal. Plus 6 habe ich selber gemacht. Plus 6 habe ich selber gemacht. Und das beim ersten Anlauf. Plus 6 habe ich selber gemacht. Plus 5 habe ich nicht selber gemacht. Plus 6 habe ich selber gemacht. Plus 5 habe ich auch nicht selber gemacht. Und den habe ich auch nicht selber gemacht. Aber alle plus 6er habe ich selber gemacht. Und das beim ersten Anlauf. Deswegen, ich habe da irgendwie mehr Glück. Bei mir klappen auch ganz viele Karten auf plus 4 oder 5. Deswegen, also ich werde das alles selber machen mit den Plussen. Ich habe auch, naja, genug Skillwürfel kann man nicht wirklich sagen. Ich habe 10.000. Da reicht gerade mal für 20.000 Skillkarten. Ist nicht wenig. Also ich glaube, ich brauche noch ein paar Skillwürfel. Aber die kann man ja günstig ankaufen. Oder droppen. Je nachdem. Also ich finde am Tag, glaube ich, 50 Stück. Wenn ich nicht richtig farmen gehe, halt, ne? So, wir haben jetzt 3000 geöffnet. Wollen wir rein? Ach Quatsch, wir gucken noch nicht rein. Aber meine Hände tun wirklich schon weh. Ich krieg einen Krampf in der Hand. Ich krieg einen Krampf in der Hand. Oh Mann, ey, dauert das lange. Ich mach das nie wieder, die so lange so horten. Ich werde die gleich aufmachen, wenn ich fertig bin mit dem Farmen oder mit der Dungeon-Runde. Oh, Alter, da kriegst du ja einen Krampf bei.
Naja, wer gut sein will, muss leiden, ne? So hieß es doch. Oh, wir sind nicht mal bei der Hälfte und mein Arm tut weh. Ich muss gleich mal aufhören, sonst, ne? Der glüht schon. So, jetzt brauche ich mal eine kurze Pause. Alter. Alter Schwede. Wow. So, während wir eine Pause machen, machen wir hier nochmal nur zwei Tasten. Weil der eine Arm tut nur gerade weh. Ja, macht ihr mal 10.000, 5.000 Skillkarten die ganze Zeit. Drück, 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 drück. Deswegen hasse ich auch Quicktime-Events, wo du irgendeine Taste richtig spammen musst. Mal abgesehen davon, dass Quicktime-Events total billig gemacht werden. Weil das ist Szene an Szene und das ist recht billig. Finde ich zumindest. So, wir haben nur noch 4.900 Skillkarten. Naja, nur noch, ist gut. Bin mal gespannt, ob ich, wie viel überladen ich hinterher bin oder ob ich von der Zahl her gleich bin. Wie gesagt, das ist hier nur so ein random Shit-Video. Das geht auch nicht so lange. Wir gucken gleich mal, was wir bekommen haben, so im Groben. Ich muss da selber zwischengucken, was ich alles bekommen habe für Karten, denn ich habe keine Ahnung, was sich in diesen meisterlichen Skillkarten so alles drin verbergen kann. Klar, alle meisterlichen Skillkarten, aber was sich da jetzt nun drin verborgen hat, bei den 10.000 Skillkarten, habe ich keine Ahnung. Alter, mein Arm tut wirklich weh, ne? Mach das mal, ey. Also, kurze Pause wieder. Puh. Wir machen wieder mit zwei weiter in der Zeit, weil nur der rechte tut weh, ey. Ist auch nicht warum. Alter. Das mache ich nie wieder, wie gesagt, so viel zu sammeln, ey. Und ich habe. Die anderen waren das. Das waren die. Für die zweite Klasse, erste Klasse und Basisklasse. Also die blauen Boxen. Da hatte ich schon alleine schon 2000 Stück und das hat schon lange gedauert, bis ich die auf hatte. Aber die ja sind 10.000 Stück, das ist allein das Fünffache. Und naja, das ist was ganz anderes. Boah, Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn da keine Plus-8er-Karte dabei ist, mindestens eine, ne, dann weiß ich es auch nicht. Wie gesagt, ich bin ja mal gespannt, was ich so kriege an Karten. Ich hoffe, viele für meine Klasse. Ansonsten mache ich die entweder plus oder tausche die gleich. Das mache ich immer so. Entweder tausche ich dann für meine Klasse oder ich mache eine Karte plus. Zum Beispiel ist jetzt nur ein leichtes Beispiel, Peinigen plus 5. Weil mir gerade die Karte einfällt und tausche die halt vielleicht gegen kleine Heilung plus 5 oder so. Keine Ahnung, das ist nur ein Vergleich ungefähr. Das ist nur ein Beispiel. Oh, 1500 noch. Nur noch zwei erstmal weitermachen. Alter. Der Arm brennt. Den kannst du danach wegschmeißen, wenn er das selber macht. Oh, nur die letzte krieg ich doch auch noch hin. Wisst ihr, was das lustig ist? Ich darf gleich die ganzen Skillkarten, die unterschiedlichen, alle ins Lager verfrachten und auf den Skillkartenschau verfrachten. Na super. Ich hätte es ja gleich auf den Skillkartenschau auspacken können, aber der hatte vom Gewicht her, dass er so viel tragen konnte, nicht. Deswegen musste ich die alle erstmal auf den hier packen, weil der kann am meisten tragen hier. Weil der Skillkartenschar, der ist ja nicht equipped. Der hat ja keine richtige Equip-Sachen an, wo er dann halt die mehr tragen kann durch oder sonst was. Der hat weder einen Beutel an. Doch, der hat einen Beutel an, aber keinen guten. 6000er nur. Glaube ich zumindest. Naja, wir haben es gleich geschafft, die letzten 100. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ja, endlich. Oh, Gott. Oh, Mann, ey. Ist das schlimm. So, die kommen erstmal hier raus.
werde ich jetzt erstmal ganz schnell meine Tastatur hier wieder so belegen, bevor ich es vergesse, wie ich es hatte. Ich könnte natürlich auch die Videos gucken, aber nö, mache ich nicht. So, Chip, Kälteblitz, Bogen und der. So, ihr seid doch bestimmt auch gespannt, wie viel ich, was ich jetzt alles habe, ne? So, was haben wir denn hier an meinen Karten erstmal? Wir gucken erstmal von Anfang an da. Oh, da sind einige mehr gekommen. Ich glaube, 170 hatte ich. 581, das heißt, ich habe 81 kleine Heilungskarten bekommen. Nice. Okay. Wir hatten 270, ne? Alter, das ist ganz schön viel. Nicht eine Kälteblitzkarte. Wollt ihr mich verarschen? Oder ist die unten irgendwo mit bei? Ich weiß es nicht. Aber das könnte ich mir nicht vorstellen. Boah, hab ich viel zum Plusen hinterher. Wisst ihr, das ist erst die richtig bekloppteste, zeitaufwendigste Arbeit, die es gibt. Kombiniert mal 500 Karten hintereinander. Da kriegt ihr eine Hasskappe, ey. Mach das mal. Ich hatte das bei. Bei meinen Schützen hatte ich das mal gemacht. Was hatte ich denn da gemacht? Welche Karte? Ich glaube Stahlkäfig oder so. Das waren über 300 Karten oder so. Da ist jetzt auch eine +4er oder eine +5er nur rausgekommen. Das hat mich irgendwie geärgert. Und das hat echt lange gedauert. Und das sind ja hier mehr, wenn man die alle zusammenzählt. So, was haben wir denn noch so bekommen? Nice. Oh, nice. 974, oder? Ja. Lol. Das heißt, alleine aus 10.000 Skillkartenboxen waren fast 1.000 dabei, die Siegelkarte der Meister war. Ey, was für eine Verarsche, oder? Was für eine Verarsche, sage ich nur. Alter Schwede, ey. Was da alles an Karten dazu gekommen ist, ne? Irgendwie sieht das so wenig aus, ne? Das waren 10.000 Skillkarten immerhin. Ich finde, irgendwie sieht das wenig aus. Wahrscheinlich ist das meiste auch hier mit bei meinen Karten mit reingeflossen. Höchstwahrscheinlich. Ja. Was mich nur irgendwie wundert, warum es keine Kälteblitzkarten gegeben hat. Sind die so selten? Alter Schwede. Naja, also das ist einiges zusammengekommen. Wie gesagt, ich möchte die Folge eigentlich etwas kürzer halten. Und wollte euch eigentlich nur zeigen, dass ich die alle aufmachen wollte. Einfach mal so ein random Shit-Video. Wann es kommen wird, das Video, weiß ich auch nicht. Das ist irgendein Lückenfüller. Es ist einfach nur so, wie ich schon sagte, random Shit. Und dann gucken wir mal, ne, was wir haben. Ich werde euch irgendwann nochmal ein Video zeigen, wenn ich die alle mal geplust habe, was dabei herausgekommen ist. Und naja, da wird bestimmt einiges dabei herumkommen. Bestimmt. Je nachdem. Naja, gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.